herzlich willkommen zum heutigen Vlog. Heute haben wir den 6.8.2021 und es gibt wie immer viel zu tun. Ich habe seit ziemlich langer Zeit keinen Vlog mehr abgedreht. Ich glaube, es sind jetzt schon fast 2 Monate, wenn nicht sogar schon länger. Es tut mir leid. Ich hatte ja eigentlich schon auf dem Hauptkanal versprochen, dass bald mal wieder ein Vlog kommt. Bloß es war viel zu tun. Ich habe mich drum gedrückt und jetzt ist es endlich wieder soweit. Es gibt heute ein paar Dinge zu tun. Ich werde heute mit euch auch zum einen Folgendes teilen können, nämlich die geheime Kooperation, die ich ja schon ein paar Mal in den letzten Vlogs angesprochen hatte. Tatsächlich gehen heute, und ich sage schon mal Folgendes, die ersten Kurse online und ich kann euch auch jetzt schon verraten, was das für eine geheime Kooperation ist. Natürlich geheim ist die jetzt nicht wirklich, aber ich wollte bisher nicht wirklich drüber sprechen, weil ich mag es immer nicht so gerne, über Dinge zu sprechen, bevor sie tatsächlich passieren. Nämlich, ich bin jetzt auch Dozent auf der Plattform Lecturio. Ich wollte schon sehr, sehr lange ein Dozent auf dieser Plattform sein. Ich finde die Plattform total super und hatte immer bisher gedacht, dass sich vielleicht die Plattform für mich nicht eignet, weil vielleicht meine Kurse nicht gut genug sind oder was auch immer, aber ich habe die Plattform mal angeschrieben, hatte dann viel Kontakt über die letzten Monate, habe da viel natürlich auch Arbeit reinstecken müssen, jetzt sind aber die ersten Kurse online und da möchte ich euch gleich mal mit hinter die Kulissen nehmen, in Anführungsstrichen, möchte euch einfach nur die Kurse auf der Plattform zeigen. Dann passiert heute Folgendes, nämlich, ach ja, bevor ich das tue, auch nochmal eine kurze Information, ich habe jetzt endlich auch eine Personal Assistant gefunden und diese Person hat mit mir schon jetzt über die letzten Wochen gearbeitet. Heute muss ich wieder ein paar Dinge organisieren, aber gleich dazu mehr. Der zweite Punkt heute wird sein die Arbeit am neuen Kurs. Nämlich, ich arbeite derzeit an einem TikTok-Werbeanzeigen-Kurs, einem wirklich, wirklich großen Kurs, der hoffentlich alle Grenzen sprengen wird. Danach passiert Folgendes, nämlich heute von 12 bis 15 Uhr habe ich ein VIP-Coaching. Ich hatte gestern schon mit der Person einen Termin. Heute, wie gesagt, nochmal 3 Stunden. Ich hatte gestern mit der Person 2,5 Stunden gemacht. Heute, mal schauen, wahrscheinlich auch 2, 3 Stunden oder dergleichen. Ich habe mir heute Zeit genommen von 12 Uhr bis 15 Uhr. Das heißt, vielleicht machen wir 3 Stunden, vielleicht aber auch weniger. Dann werde ich weiter meine Kurse hochladen auf der Plattform Grindr. Da sind jetzt übrigens auch über die letzten Wochen die ersten Einnahmen bei rumgekommen. Vor allen Dingen mein Cryptocurrency-Kurs hat sich verkauft. Der Blogging-Kurs hat sich bisher noch gar nicht verkauft. Ich habe jetzt gerade einen Kindle-Kurs noch hochgeladen. Ich habe einen Geldverdienen-Internet-Kurs hochgeladen und noch ein paar weitere Kurse. Und ich muss mal schauen, wie sich die verkaufen. Aber der Cryptocurrency-Kurs, der verkauft sich auf jeden Fall schon. Dann werde ich heute einige Dinge vorbereiten für meine Freelancerin. Ich habe mich für eine Freelancerin namens Jessica entschieden. Ich möchte ein bisschen vielleicht ihre Privatsphäre wahren. Natürlich jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, genau verraten, wer das ist. Aber auf jeden Fall hat sie sich bei mir gemeldet. Ich fand sie total überzeugend. Habe sie dann vor einiger Zeit in Anführungsstrichen eingestellt. Sie ist natürlich auf Freelancing-Basis bei mir im Unternehmen dabei und hat bisher super, super Arbeit gemacht. Und die hilft mir jetzt bei ein paar Sachen. Dann werde ich heute alle möglichen E-Mails beantworten. Da muss ich heute noch einiges machen, weil ich habe die letzten Tage leider keine E-Mails beantwortet. Dann passiert heute noch Folgendes, nämlich die Arbeit an der Domain serviceflipping.com. Ja, ich habe sie mir endlich gesichert und ich werde da Folgendes machen, nämlich es wird eine Akademie kommen. Ich arbeite jetzt seit kurzer Zeit an einem riesigen Kurs zum Thema Service Flipping. Alle Strategien in der Praxis, Schritt für Schritt gezeigt, alle Plattformen, alles analysiert. Also wirklich alles, was ihr wissen müsst, um ein erfolgreiches Flipping-Business aufzubauen, das kommt jetzt in Form von einer eigenen Akademie, mit eigenen Büchern, mit eigenen, Netzwerk aus Freelancern und vieles, vieles mehr. Also da kommt eine Riesensache. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten vielleicht 4 bis 6 Wochen fertigstellen kann. Ich denke mal, es wird eher so 6 Wochen dauern, dann bin ich damit durch. Dann werde ich heute um 18 Uhr ein paar von meinen Freunden treffen. Ich bin mir sicher, dass ich heute Abend ein paar Aufnahmen machen werde. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich dann die Aufnahmen eben gerade schon im Intro gesehen haben und dann passiert nochmal danach Folgendes, nämlich ich denke, wir werden uns in Anführungsstrichen nur vielleicht so 3, 4 Stunden treffen und anschließend dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen am Udemy-Kurs heute Abend arbeiten, falls das irgendwie möglich ist. Gut, fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, nämlich der Kooperation. Ich möchte euch mal so kurz zumindest und knapp die Kurse zeigen, die ich publiziert habe. Wenn ihr jetzt bereits auf Lecturio drauf geht und ihr gebt zum Beispiel den Begriff LinkedIn oder Facebook ein, dann werdet ihr schon so ein paar Sachen sehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier auf LinkedIn Werbeanzeigen Meisterkurs gehe, alles über LinkedIn Werbung und Kundenakquise, dann natürlich, klar, wird man den Kurs sehen. Hier zum Beispiel, das ist der Kurs 5 Stunden 14 Minuten und natürlich auch, wenn ihr einfach meinen Namen eingibt, sollte auch einiges kommen, weil es sind ganz, ganz viele unterschiedliche praktisch Ergebnisse, die man hier bekommt. Insgesamt sind es 28 Ergebnisse bisher, zum Beispiel zum Thema AB-Split-Testing, Messenger-Marketing, Copywriting für E-Mail-Marketing, Lookalike-Audiences und Website-Gruppen, LinkedIn-Werbeanzeigen für Fortgeschrittene, Sales-Funnels, E-Mail-Adressen mit Facebook einsammeln und vieles, vieles mehr. Also da ist wirklich unfassbar viel Content bereits hochgeladen. Und ich kann euch einfach nur Folgendes sagen, da kommt noch sehr, 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 sehr viel mehr. Und ich freue mich total über diese Kooperation. Nochmal jetzt ohne irgendwie
Ja, also ich bin einfach ein Riesenfan von Lecturio schon seit vielen, vielen Jahren gewesen. Die haben auch einen riesen YouTube-Kanal und machen tollen Content. Und jetzt natürlich selbst auf der Plattform zu sein, ist schon so ein bisschen so ein kleiner Traum, der wahr geworden ist. Und genau, dass jetzt auch schon so viel Content drauf ist, freut mich umso mehr. Und wie gesagt, ich kann nur Folgendes anteasern: Da kommt noch sehr, 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 sehr viel mehr. Und es ist alles praktisch schon vorbereitet. Und es war, wie gesagt, ein langer Prozess. Und darüber bin ich jetzt sehr glücklich, dass ich praktisch jetzt die Kurse hier online habe. Zur selben Zeit arbeite ich auch wieder an einem neuen Kurs und das ist dieser Kurs derzeit hier, nämlich TikTok Werbeanzeigen, der komplette A bis Z TikTok Werbung Kurs und der ist bisher in Anführungsstrichen nur 2 Stunden 28 Minuten lang. Ich denke, der wird noch viel, 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 viel länger werden, wahrscheinlich irgendwas zwischen 10 bis 20 Stunden. Das sind bisher die Kapitel, die ich abgefilmt habe. Es kommen noch ganz, ganz viele weitere und ich denke mal insgesamt, der Kurs wird nicht nur 10 bis 20 Stunden lang sein, sondern auch einfach viele, viele Themen behandeln, die bisher so auf Udemy vielleicht noch nicht behandelt wurden. Ich habe da wirklich bisher richtig viel Zeit reingesteckt und ich denke, ja, das wird einfach ein Kurs werden, der hochqualitativ ist und über den ihr euch hoffentlich freuen werdet. Ich schätze mal, dass ich den Kurs circa in 4-5 Tagen fertig haben werde und dann publizieren werde, was die ganzen anderen Kurse angeht, weil einige von euch haben vielleicht schon auf dem Hauptkanal so ein bisschen mitbekommen, dass ich derzeit an extrem viel neuem Content arbeite, an sehr viel Business-Kursen, an sehr viel Marketing-Kursen, ich sitze an einem Service-Flipping-Kurs und ich mache praktisch alles jetzt zur selben Zeit, komme aber auch extrem schnell voran. Das liegt vor allen Dingen auch daran, weil ich jetzt eine Mitarbeiterin habe und da würde ich euch auch gerne mal mit hinter die Kulissen nehmen. Wir haben uns bisher vor allen Dingen über Trello organisiert. Es gibt dann immer praktisch alle möglichen Aufgaben, an denen die Person hier arbeitet, also an denen die Jessica arbeitet und die macht eine unglaublich gute Arbeit und ich freue mich sehr, mit ihr zusammenarbeiten zu können. Ich muss jetzt unbedingt alle möglichen Aufgaben noch definieren, damit sie jetzt über die nächsten Tage diese Aufgaben erledigen kann. Ich möchte vielleicht mal so ein paar kleine Dinge anteasern, an denen wir derzeit arbeiten, nämlich wir können ja mal hier auf die Aufgaben draufgehen und ihr werdet Folgendes sehen, nämlich hier oben einmal ein Low-Content-Nischenbuch. Das kommt sehr, 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 sehr bald. Ich denke mal ungefähr in 2 Wochen schätzungsweise. Und ihr seht vielleicht hier unten noch was anderes, nämlich Service Flipping Buch Nummer 2. Ich habe ja schon so ein kleines Service Flipping Booklet gehabt und jetzt möchte ich da was komplett Neues rausbringen. Und das wird ein richtig, richtig dickes Buch zu diesem Thema werden. Mit allen Strategien, die mir einfallen, mit allen Dingen, die ich mit meinen Coaching-Teilnehmern gemacht habe, mit allen Learnings und so weiter und so fort. Das heißt, das wird auf jeden Fall auch ein richtig, richtig großes Buch werden und vor allen Dingen auch ein Buch werden, ohne Geschwafel, da drin wird es wirklich nur um Strategien gehen, um Businessmodelle gehen, um Plattformen gehen, alle Informationen, die ihr braucht, alle Prozesse, wie genau macht man was. Und das wird auf jeden Fall eine spannende Sache werden. Das Service Flipping Booklet werde ich ein bisschen nach hinten pushen. Es ist, also dieses Kapitel hier übrigens für die Leute, die sich jetzt vielleicht fragen, hat sie für mich das Buch geschrieben? Nein, keine Sorge. Das Gute bei ihr ist, dass sie halt einen Hintergrund im Bereich Buchhaltung hat und ich brauche einfach jemanden, der das so korrekt und so schön wie irgendwie möglich ausdrücken kann. Und da hat sie mir hier sehr geholfen. Natürlich die ganzen Strategien und so weiter und so fort, die werden nicht geghostwritet, die mache alle ich. Das heißt, da muss ich noch einiges an Arbeit leisten. Aber das Low-Content-Nischenbuch, das ist so gut wie fertig. Da muss ich noch ein paar Editings machen, da muss ich noch ein paar Sachen formatieren lassen. Ich brauche noch ein Cover und dann geht das auch schon raus. Ihr werdet bald Folgendes mitbekommen, nämlich ich bastel an meinem eigenen Print-Business. Das heißt, dass ich zum Beispiel Bücher für mich selbst drucke, für meine eigene Marke und die promote, aber auch für andere Leute. Das heißt, da habe ich eine gute Kooperationsfirma gefunden, die da mit mir arbeitet und wenn zum Beispiel dann Leute bei mir ein Buch in Auftrag geben, dann kann ich auch gleichzeitig für die das Buch drucken. Ihr wisst ja, ich habe eine Ghostwriting-Agentur und dann kann dann auch gleichzeitig sagen, hey, wenn du dein Buch vielleicht irgendwie in 10-facher Ausführung oder 100-facher Ausführung oder 1000-facher oder sogar 10.000-facher Ausführung haben möchtest, wir können das alles für dich tun und das halt innerhalb von wirklich wenigen Tagen, zum Beispiel 10.000 Bücher kriegen wir easy in 2 Tagen hin und dann gehen die Bücher auch tatsächlich schon raus an den Kunden und wie gesagt, hat einen tollen Kooperationspartner gefunden, der das alles sehr, sehr gut macht und das kommt auf jeden Fall auch noch, das heißt ein Printbuch-Business und das werde ich auf dem Hauptkanal dann vor allen Dingen pushen, das heißt diese Low-Content-Nischenbücher, da wird eins auf Deutsch kommen, da wird eins auf Englisch kommen, da wird eins auf Spanisch kommen, es wird in anderen Sprachen kommen und das wird halt auch eine richtig große Sache, weil öfter mal kriege ich auf dem Hauptkanal so ein bisschen die Frage, wo genau kriege ich denn eigentlich meine Low-Content-Nischen her und da werdet ihr tausende von Nischen bekommen, also wirklich tausende von Keywords, die ihr nutzen könnt, tausende von Ideen, die ihr nutzen könnt für euer Low-Content-Business und genau, daran arbeite ich derzeit. Das Buch ist eigentlich praktisch fertig, das muss nur noch raus in den Druck und noch ein paar, wie gesagt, kleinere Dinge müssen gemacht werden und dann, wie gesagt, freue ich mich sehr drauf. Ich würde gerne mal eine Sache kurz noch vorschieben, nämlich ich werde gleich mich weiter um
paar Dinge kümmern. Ich hatte jetzt eben gerade schon das VIP-Coaching gemacht. Was ich jetzt natürlich noch tun muss, ist Folgendes, nämlich mich um die Webseite serviceflipping.com kümmern. Ich habe die Domain erst vor kurzem angemeldet. Das wird halt eine Akademie werden, plus eigenen YouTube-Kanal und dergleichen. Und da wird dann halt das Serviceflipping-Buch auch drüber gepusht werden. Da wird es einen riesen Kurs geben. Es wird auch ein Network geben aus sehr, sehr guten Freelancern, auf die man dann zugreifen kann. Das wird natürlich hinter eine Paywall gepackt. Dementsprechend zahlt man dann zum Beispiel halt eine bestimmte Menge oder eine bestimmte Summe pro Monat und hat dann Zugriff auf alle von diesen Freelancern, sehr günstige, sehr kompetente deutsche Freelancer, englische Freelancer in allen möglichen Bereichen, sodass ihr nicht nur einfach alle Strategien habt und alle Nischen habt und alle Plattformen habt, sondern auch die exakten Leute, die euch dann dabei helfen werden, das Business aufzubauen, plus zum Beispiel 1:1 Hilfe mit mir. Und das, wie gesagt, baue ich derzeit auf. Ich arbeite auch an einer Sache und das kommt auch alsbald, also alsbald soll in diesem Fall heißen vielleicht 5-6 Monate, gut, das ist vielleicht nicht alsbald, aber eine eigene Online-Kursplattform. Das heißt, eine richtig große Online-Kursplattform, wo ich dann ein eigenes Werbebudget für aufstelle, wo ich weitere Dozenten reinhole und so weiter und so fort. Und die Domain ist auch schon registriert. Ich bastle an der Plattform schon seit 2 Monaten. Ich mache das komplette Development selbst, weil das Schöne ist, ich kann zwar absolut, ich habe keine Ahnung von IT, aber ich kenne die richtigen Tools, die alle DSGVO-konform sind, die ich miteinander kombinieren kann, wo ich natürlich ein bisschen, sag jetzt mal, ein bisschen dilettantisch manchmal arbeiten muss, aber wo ich halt weiß, wie alles zusammenpasst und ich muss es halt bloß machen und darin, wie gesagt, bastle ich derzeit und ich habe sogar schon jetzt einige Dozenten angeschrieben, die dann zum Beispiel die ersten Kurse drauf tun werden. Ich hoffe, dass das, also ich möchte eigentlich daraus eine recht große Plattform machen, aber eine Plattform, die schon ein Limit hat, das heißt zum Beispiel, sagen wir mal, ich habe dann darauf 2000 oder 3000 Kurse oder irgendwie sowas, richtig, richtig gute Kurse zu allen möglichen Themen und dann promotet man nur noch halt ohne Ende und das Ziel ist natürlich dann auch die Leute, die auf der Kursplattform ihre Kurse hosten, denen noch richtig gutes Geld zu machen, aber dafür müssen sie halt auch wirklich gute Kurse abliefern und das ist halt praktisch dann das Ziel hinter dieser Plattform und es kommt noch so, so viel, aber das ist jetzt erstmal der Fokus für jetzt und ich versuche, wie gesagt, und ihr merkt es auch sicherlich, all diese Dinge hintereinander zu pushen, also möglichst schnell diese ganzen Dinge derzeit abzuarbeiten, sodass ich halt dann auch alsbald nicht nur das Business starten kann hier hinsichtlich Printbüchern, sondern dass ich halt auch in diese ganzen anderen Bereiche gehen kann. Ich bin sowieso derzeit sehr daran interessiert, vor allen Dingen Kombinationen aufzubauen, das heißt Strukturen aufzubauen, die ich automatisieren kann, Dinge miteinander zu kombinieren, neue Produkte zu schaffen und so weiter und so fort. Und genau, das wird das Ziel über die nächsten Wochen, Monate und dann auch wahrscheinlich Jahre sein. Da kommt sehr, sehr viel, ist sehr, sehr viel in Planung und ich hoffe, ihr seid dabei. Deswegen, ich werde für heute den Vlog mal relativ kurz halten. Ich werde ihn jetzt sogar beenden. Ich werde in den nächsten Tagen wieder weitere Vlogs posten. Ich wollte euch einfach mal kurz ein bisschen updaten, woran ich derzeit arbeite, was wir derzeit alles tun, jetzt wie gesagt mit dem Team und ich denke, das wird euch auf jeden Fall gefallen. Gut, das war's dann heute hier für diesen Vlog. Ich danke euch und ich hoffe, dass wir uns bald in einem oder anderen Vlogs wiedersehen können.